Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3. Wir hören da hinten irgendwas schreien, deswegen muss es jetzt schnell gehen. Ich bin da, Plexi ist da, Norton ist tot, den haben wir zu Stückeln runtergeworfen und jetzt geht's los. Boah, Speed-Einleitung Adler Zarkon. Oh yeah! Und er hat irgendwas schreien hören. Kapitel 13, nach den Sternen greifen. Den Sternen greifen, Klippen von Volantis. So, das ist jetzt alles hier ein Speedrun. Nee, das ist nicht. Wir reden jetzt mit 200%iger Geschwindigkeit. Du lässt dich an wie Mickey Maus. Ja. Da ist übrigens eine komische Werkbank. Mein Dings blinkt. Dein auch, Dings ne? blinkt. Bitte synchron. Fast yes. synchron, fast. Warum kann ich meinen nicht absetzen? Weil setz du ihn ab, du blöd Arsch. Geht doch. Alter Schwäche wahrscheinlich. Oder doch Totenstarre, man weiß es nicht. Tortenstarre? Nee, nicht Tortenstange, Totenstarre. Stange. Stangenstange. Was haben wir jetzt hier? Eine Zwischensequenz. Hey Ellie, Norton ist tot. Wo ist Robert? Tot. Tot. Lach doch endlich. Tot. Ich habe ihn erschossen, Ellie. Jawohl. Applaus bitte, Applaus. Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Danach haben wir ins Hackstück in die Feuerklippe gestoßen. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Genau. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Plexi, erschieß sie. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Was hat denn jetzt eigentlich überhaupt Xanthos für ein Problem? Die war die ganze Zeit total gechillt und so, oh, was sie für ein Problem hat, dass Norton tot ist. Der liebe Norton. Norton mochte jeder irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab ihn gehasst. Ich auch. Den mochte ich von der ersten Sekunde ja nicht. Arrogante Drecksau, ey. Gerade bei der Szene ist mir nochmal eingefallen, dass Ellie ja ein künstliches Auge hat. Also ein Glasauge, mehr oder weniger. Nee, welches kein Auge? Glasauge. Ein künstliches Auge hat nee, so Deus Ex-mäßig so. So ein Auge, kein Glasauge. So ein Implantat, Augmentierung. Ja, ist aber kein Glasauge. Wir sind da schon ein bisschen okay. In der Zukunft. Mein Auge ist aus Holz. Holzauge mit Holzwurm drin. Genau. Der, ab und zu hallo. Der guckt immer raus und sagt hallo. Hallo. Guten Tag. Warum geht's nicht weiter? Ich hab gedrückt. Ja, bei mir steht warten. Bei mir steht, wird gehalten. Du musst auch warten. Geht doch. Na, ist aber nicht schlecht. Enterhaken. Selber gedacht. Ui, und jetzt sind hochgekratzelt. Oh, da kommt dein. Komplexe, go. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Scheißegal. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt's einen sichereren. Ey, wir dürfen uns nicht, Alter. Du kannst übrigens auch schnell zur Seite springen, ne? Das ist hier. Wow, was war das gerade? Oh! Ey! Hat's dich erwischt? Nein, hat's mich nicht. Ich bin weggekommen. Ich bin genau auf der anderen Seite von dir. Wow, was ist hier los? Irgendwer zieht am Seil. Schwerkraft. Nee. Nicht? Der hat in die andere Richtung gezogen. Alter, ich komme hier nicht hoch. Was ist hier los? Das geht doch. Soll ich dir hochhelfen oder was? Komm endlich. So. Schauen wir hier. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Was ist das hier? Ach so. Ach, dann geht's weiter. Das war so ein Zwölf. Das war die erste Etappe. Hey. Jetzt geht's weiter. Ist klar. Wir haben sonst nichts zu tun. Dann geht's weiter. Das ist ein praktisches Teil, finde ich, ja. Macht Spaß, ja. Spider-Man. Spider-Schwein. Ach, guck mal, da drüben. Oh. Nein, ich guck besser nicht. Stein! Ich hab grad mal zu dir rüber. Guck mal, sieht lustig aus. Ja, sieht lustig aus. Schon klar. So, da kommt wieder was auf deiner Seite runter. Ich glaube, da vorne der Fels, der löst sich auch. Ja, da kommt zu. Boah, da hattest du jetzt Schweine. Er hat mich nur so gestreift. Boah, siehst du die ganzen Spitzen da oben?
Ja, ist überhaupt nicht gefährlich oder so. Nö, nö, es ist da sicher. Sicherheit geht vor. Ja, jetzt sind wir oben hier, hä? Was ist das? Oh, guck mal, Licht am Ende des Tunnels. Das ist überall Licht. Das sind eigentlich die anderen zwei. Sollten wir den Frauen nicht helfen hier rauf? Was ist hier? Warte mal hier. Ist hier irgendwas? Nein, ne? Okay. Weißt du, die armen, schwachen Frauen, die müssen alleine hochklettern. Ellie, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat. Heul doch. Die ist richtig sauer. Mein Gott. Deswegen sage ich immer, hör nie eine Frau an in deinem Team, ja? Das gibt nur Probleme. Oh nein, was ist das, mein Norton ist tot, der war ein Arsch. Ach, guck mal. Eine kompakte Leiter. Wie süß. Schon. Hey, Plexi, weißt du schon, Norton ist tot. Ach was, echt? Ja, ja. Er ist tot? Hab ich gehört, ja. Wer war das? Weiß ich nicht, muss ein ziemlich cooler Kerl gewesen sein. Ist ja interessant. Ich hätte es aber auch so gemacht. Erst habe ich gedacht, ich darf ihn abknallen, aber anscheinend nein. Nein, darf ich machen. Schade. Aber hier wird gerade irgendwie zerhackstückelt, oder? So hört es sich an. Kompakter Standard. Guck mal hier, was machen die denn da? Oder er? Hi! Na? Nekrominenarbeit oder wie? Da hinten ist ein Schwarzer. Oh, hinter dir! Zwischen uns. Wow. Alter, sind die Dinger viel. Ja, halt aus, ne? Das gibt's da. Alter, liegt ja schon wieder. Das Tennisballgesicht. Ach, der liegt immer noch das Tennisballgesicht. Er lebt noch. Das sind wir. Das sind ja. Oh, jetzt nehme ich euch den Bandgang, jetzt reicht es wieder. Was ist das? Schön, dass ich mal fünfmal nachladen muss, bis ich die Waffe mal voll habe. Ja, das ist nervig. War es das? Oder kommen noch ein paar? Hi! Warm, sauber zerlegt. Wie Norton. So, ich glaube nicht, dass da draußen eine Person gibt, die Norton gemocht hatte. Außer Ellie, aber Ellie zählt nicht. Hast du doch jetzt gehört, dass was? Die beiden, die Ellie und Santos, die mochten doch Stross irgendwie. Was, Stross? Stross ist gar nicht dabei. Stross, sorry. Der ist schon lange tot, ist Stross. Das war jetzt bis zwei. Ja, ich meine Norton. Den Stross habe ich auch schön erlegt. Der Mann mit dem Schraubenzieher. Der Elch das Auge rausgepickt hat. Tja, shit happens. Weißt du, das wird so immer so hingestellt, als hätten wir keine schwere Kinder gehabt, ja? Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen... Ups. Okay. So, jetzt ist es hier weggedrückt. Machst du das schon wieder? Ich weiß es nicht, ich mach einfach irgendwas. Achso, du machst einfach. Okay. Ja. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie! Vorsicht! Santos! Hinter mir! Ellie! 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 Ich fasse es zusammen. Ellie, 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 Ellie! Es geht nur um Ellie! Und natürlich nicht Ellie vergessen. Und Ellie. War genauso wie damals. Abschalten, abschalten, abschalten. Oh, kennst du dich nicht, Ja, die großen Marvels. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, Brandmunition bringt's. Dieser Planet Cracker Plasma Cutter Upgrade, den ich hier habe, der ist übertrieben geil. Oh, hinter uns. Vorsicht. Oh, Tennisball. Oh.
meint er dann glatt, glatt gerade wieder sich drei Wirbelsäulen wachsen zu lassen. Da sehe ich, da kommt einer. Ja, verbuggt. So. Oh, hinter dir! Kommt der. Boah, ich hab schon wieder 600 Schuss verballert. Tja, da ist man schon mit diesem Cutter etwas munitionssparender. Nee, wir müssen noch eins nach oben. Sag mal, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen? Wo gehst du jetzt hin? Irgendwo muss man da ein Ding platzieren können, in den Superbot. Nee, weiter oben dann. Also das ist eine Etage höher. Bist du da sicher? Ja. Sicher? Ja. Okay. Und mein Sucherbot wartet gerade an der Bank. Meiner wartet auch in der Bank. Was mir gerade auffällt, wenn ich von hier so rüber gucke, sehe ich, dass das Seil vom Aufzug aus dem Nichts kommt. Ich glaube nicht, dass da oben noch irgendein Berg ist. Das sieht extrem bescheuert aus. Ja, genau. Aber okay. Aber gut. Was erwarten wir von dem so E-Spiel? Was erwarten wir eigentlich? Wir nehmen es so hin. Ach, guck mal, hier dürfen wir wieder klettern. Yay, cool. Da hinten gibt's aber noch was, oder? Ja. Kisten. Jede Menge Kisten und noch irgendein Munitionshilfe. Ratsche Munition. Mhm. Gut, dann nehme ich die linke Seite. Und nach oben schießen. Was ist eigentlich mit den anderen zwei? Hätten die sind jetzt nach unten und die hätten es noch nachkommen sollen, oder? Per Seil zu. Oh, ich glaube, wir müssen schießen jetzt hier. Ja, aber die haben jetzt da unten ja eigentlich auch Probleme mit irgendwelchen Mikros, ne? Da habe ich das jetzt rausgehört. Ich verstehe nicht, wie können die Probleme haben? Die brauchen doch nur... Ich verstehe laufen, ja. Den Seil nach oben gehen und fertig. Wow! Sechs, du bist ausgerutscht. Du hast bessere Schuhwerk. Ich glaube, ich muss lieber auf deine Seite, oder? Oder wo geht's weiter? Ja, du musst nach rechts rüberspringen. Da geht's weiter, ne? Und dann müssen wir wieder nach links rüberspringen. Die Steuerung da ist ein bisschen blöd. Oh, ich finde es geht. Ich finde es ganz gut gelöst eigentlich. Ja, ich glaube, es liegt aber mehr an der Sichtweise. Das ist komisch schräge. Wow. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Oh, was hab ich mir deswegen gemacht? Aber wie schnell sie umschwingt, innerhalb von 5 Minuten. Ah, Robert ist tot, egal, nehme ich den nächsten. Ja, dann merkt man, die ist nicht wählerisch, die Frau. Ne, da darf jeder mal ran. Lass du nur sagen, du heißt Isaac mit Vornamen und schon ist die Sache unter Dach und Fache. Mein Name ist Clark. Isaac Clark. Ja, nimm mich, du Hengst! So toll! Reite mich bis zum Horizont! Oh. Ja. Das war eine Karte. Schon, oder? Oh, 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 oh. Oh, jetzt werde ich mal weg. Oh, hinter mir, glaube ich. Dein Partner ist gestorben. Wie so oft in dem Spiel. Ich habe schon aufgehört zum Zählen, aber du bist am meisten gerippiert. Ja, das kann ich auch schon sagen. Aber es ist ja auch grausam. Es ist grausam. Überall diese explosiven kleinen Dinger da, diese Grinche, Goblins, Dinger. Kennst du das Sprichwort Location, Location, Location? Ja. Oder Juxtaposition? Ja. Ja? Ja. Dann würdest du ja wissen, was du tun musst. Ja, in weiß Bewegung ich bleiben. Nicht bankern, in Bewegung bleiben. Ich finde da nicht den Ziel in der Ziel. Au. Aha. Ich hab mir weh getan. Ich spiel mal Feuerwehrmasse. Feuerwehr? Okay. Aua! Dann heizt die Bude hier ruhig mal etwas ein. Ah ja.
Schaden tut's nicht. Das wäre da extrem cool gewesen, wenn du sagst, dass die Flammenwerfer und der Eis und Schnee würde schmelzen, wo du drauf schießt. Das wäre cool, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ein EA-Spiel, was erwarten wir da? Ja, nicht viel. Wo müssen wir hin? Da lang, also. Ich hab keine Medikits mehr. Oh, hier gibt's ein Artefakt. Wer hätte mein das Weg ist der richtige, bei dir ist nichts mehr. Ich habe jetzt noch einen zusätzlichen Sucherbot aufgehoben. Nein. Was zum Teufel? Was willst du mit so einem Sucherbot? Ich habe 3 Sucherbots jetzt. Ich habe noch 2. Hä? Lag hier hinten bei dir keiner? Nein. Okay. Interessant. Der wird's wieder hell. Gut. Ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden. Aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald eine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Ja, ja, jetzt würde sie dich wieder lieben, hey. Vor 5 Minuten machst du noch diesen Arsch, ey. Wow. Und für solche Sachen werden wirklich, wie heißt's? Storywriter engagiert. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Dafür gibt die EA Geld aus. Das hätte ich auch schreiben können, ja? Für weniger. Mann stirbt, Frau traurig, Punkt. Frau nach 5 Minuten wieder happy, nächster Mann kommt. So, oder? Liebe Leute. Ja, so schon. Oder so ähnlich hätten wir das auch schreiben können für weniger Geld. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt auch wieder Tschüss sagen. Ja. So. Dann mal bis zur nächsten Folge bei Dead Space 3. So long. Ciao.